Ja, hallo. Wer kommt denn da den langen Weg hochgelaufen? Und zwar unsere Tilly. Ja, ich möchte dich erstmal begrüßen. Heute mal wieder ein kleines Video. Und zwar hatte ich ja mal angekündigt, dass ich mal einzelne Meerschweinchen vorstellen werde. Und zwar möchte ich in diesem Jahr einfach mit unserer Tilly anfangen, weil Tilly ist unser ältestes Meerschweinchen. Tilly hat eigentlich vielleicht ein schönes Zuhause gehabt damals. Ich weiß es alles nicht. Und zwar hat die Geschichte so angefangen. Ich hatte mal einen freien Tag und bin einfach mal ins Tierheim gegangen. Und dann habe ich gehorcht, ob sie dort vielleicht Meerschweinchen haben, weil ich hätte noch Platz in meiner Gruppe. Und da sind wir dann in so einen Schuppen gegangen, wo ordentliche Gehege waren. Und ja, an dem einen Gehege war ein Zettel: Meerschweinchen, Name Tilly, Geschlecht weiblich, Partner verloren. Das stand auf dem Zettel. Und dann habe ich mir gedacht, die nehme ich jetzt einfach mit. Man hat mir damals 7 Tage Zeit gegeben, um zu entscheiden, und dann musste ich halt ein Feedback abgeben durch eine E-Mail oder ein Telefonat, ob Tilly bei uns bleiben wird. Die Frage beantwortet sich ja von selbst. Ja, unsere Tilly, die versteht sich hier ziemlich gut mit unserem Gullmeerschweinchen. Tilly ist in der Gruppe unauffällig. Sie streitet sich nicht rum. Sie lässt sich nicht rumzicken oder so. Ich denke mal, das liegt auch aufgrund daran, dass sie eben schon sehr alt ist. Tilly ist auf dem rechten Auge fast, vielleicht sogar schon komplett blind. Also die Linse ist getrübt. Das ist auch nichts Schlimmes. Das ist typisch. Das ist sehr oft bei Meerschweinchen, die halt sehr alt sind. Tilly zieht sich zurzeit sehr oft zurück. Vielleicht ist es auch der Grund, warum ich sie als erstes vorstelle. Also man merkt schon, dass sie manchmal ganz ruhig ist. Ja, hier blende ich noch mal auf mein Gehege. Und zwar schwenken wir jetzt einmal hier rum. Das ist immer nicht ganz einfach, weil unser Garten sehr klein ist. Das Gehege ziemlich groß für den kleinen Garten. Ja, warum tue ich das? Jetzt gehen wir mal mit der Kamera immer näher ran, immer näher, näher, näher. Was wir jetzt sehen, ist immer weniger, immer weniger. Das war ungefähr Tilly, ihr Lebensraum in den ersten 2 Wochen. Sie saß unter dieser Hütte und ging hier hin und her. Sie hat nicht mal diesen Teil des Geheges ausgenutzt. Das ging circa 2 Wochen so. Also, das war so schlimm. Ja, ich kann irgendwie das, also, das fand ich so, das hat mir eigentlich zu denken gegeben, wo ich geschlussfolgert habe, dass Tilly hat halt nicht allein gelebt. Das hat man gemerkt, weil sie kam mir mit dem Meerschweinchen klar. Aber Tilly muss einen sehr, sehr kleinen Lebensraum damals gehabt haben. Ja, und jetzt lebt Tilly einfach in dieser Gruppe hier, seit 1,5 Jahren mittlerweile. Und das ist einfach eine Wonne. Sie ist nicht die mutigste, aber auch nicht die ängstlichste bei uns. Wie man sieht, sie drängelt sich vor dem dicken Gullmeerschweinchen und sie laufen alle die Rampe runter. Das hat natürlich jetzt einen Grund, man sieht es ja da hinten. Ich habe eben gerade Frisches gegeben. Ich denke mal, Tilly könnte ihr Rentner da sein oder kann ihr Rentner da sein, hier gut erleben, und ich habe ihr bestimmt schöne Monate verschafft in dieser Gruppe. Hier nochmal ihre ganzen Freunde, der dicke Kopf hier ganz vorne, unser Kastrat und ihre ganzen Mädels. Die eine mag sie bestimmt mehr, die andere weniger. Aber wie man sehen kann, lebt sie ziemlich zufrieden in einer großen Meerschweinchengruppe
in einem großen Außengehege, welches sie auch komplett ausnutzt. Sie ist mal überall, sie hat immer hier die Gelegenheit, sich zurückzuziehen. Es gibt immer hier Punkte, wo kein Meerschweinchen ist, wo unsere Tilly dann einfach ihre Ruhe genießen kann, die sie ja braucht. Eine fehlt hier in dieser Gruppe, da ist sie gerade rechts, unsere Westie. Die werde ich mal in einem nächsten Video vorstellen, also in einem Einzelvideo vorstellen. Das war schon bitter, was ich damals erlebt habe, wie ich eben zu dieser Kleinen kam. Gut, mit diesen Bildern möchte ich mich bei euch verabschieden. Liebe Grüße, Tilly und Frank.